Servus zu Barbecue aus Franken. Heute wird es etwas französisch. Ich habe da was Schönes für euch rausgesucht. Und zwar nichts, was von mir eigentlich kommt. Das ist jetzt ein Rezept, das ist schon ziemlich alt. Und zwar nennt sich das Croque Monsieur. Und dieses Croque Monsieur werde ich in diesem Video öfters hören. Allerdings habe ich es da die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Deswegen, dieser Vorspann ist nachträglich gedreht. Den Original, der geht einfach auf den Müll, sprich wird gelöscht. Also ein Croque Monsieur und ein Croque Madame wird es heute gemacht. Das Ganze ist ein ganz einfaches Sandwich, aber dieses Sandwich ist quasi so das erste Mal aufgetaucht, so um 1920 in Frankreich. Und da war es auf der Speisekarte zu lesen als Croque Monsieur und Croque Madame. Wie gesagt, ich bin kein Franzose, deswegen war die Aussprache im ganzen Video, das ihr jetzt seht, nicht so doll. Aber mir ist es noch aufgefallen. Aber wenn du das einmal drin hast, dann läuft es einfach so. Also, schöne Geschichte, schaut es euch einfach mal an. Wie gesagt, der Vorspann ist jetzt ein paar Tage später gedreht. Ich weiß ja schon jetzt, dass es echt klasse geworden ist. Ihr werdet es am Ende vom Video wissen. So, die Zutaten für den Brioche-Teig. Wir brauchen Weizenmehl. Dann brauchen wir einen Schwung Butter. Die sollte zimmerwarm sein. Wir brauchen Hefe, 3 Eigelb, 1 Ei Weiß. Und jetzt sind wir schon beim Aufzählen der Mengen. Ich tue gar nicht weiter rum. Nehmt bitte die Rezeptangabe aus dem Rezept. Findet ihr unten zum Download. Und da könnt ihr euch das ausdrucken und nachmachen. Lauwarme Milch brauchen wir. Zucker gehört einfach in einen Brioche-Teig rein. Und ein bisschen Salz, das soll es gewesen sein. Was wir jetzt machen, ist unseren Vorteig. So, ich habe hier die lauwarme Milch. Da brösel ich jetzt einfach die Hefe ein bisschen rein. Drinnen einfach auf. In mein Mehl mache ich ein bisschen so Mulde rein. Da hinein kommt Milch und Hefe. Und jetzt rühre ich einfach ein bisschen, und ich mache das tatsächlich mit den Fingern, ich bin es auch so gewohnt, ein bisschen Mehl da rein, bis wir so einen ganz, ganz weichen Vorteig haben. Tämpfle, sagt man bei uns. Also wie Dampftämpfle. So, das ist gut. Ein Tuch drüber und jetzt lassen wir das Ganze mal 15 Minuten stehen. Die 15 Minuten sind vergangen. So schaut es jetzt aus. Also man sieht deutlich, dass dieses Dämpfel richtig schön aufgegangen ist. Die Hefe hat gearbeitet. Ja, und jetzt ist an der Zeit, dass wir unsere ganzen Zutaten weiter dazugeben. Einmal den Zucker, das Salz, meine Eiergeschichte und die Butter. Meine Schüssel geht in die Rührmaschine. Schalten wir es nach unten. Ja, und jetzt rühren wir den Teig richtig schön rühren wir die Zutaten zum richtig schönen glatten Teig. Und wundert euch nicht, die ganze Geschichte wird richtig, weich werden. Ein weicher Teig. Also eine kleine Mehl dazugeben, abwarten. Und knetet jetzt den Teig ruhig ein paar Minuten. Die Maschine macht's ja. Wenn man das Ganze jetzt mit den Händen machen müsste, wäre es ziemlich anstrengend. Mit der Maschine geht es. Also ich sage mal so 18 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, darf das Teil auch ruhig laufen. Auch. Ja, sehr gut. Perfekt. Nehmen wir die Schüssel mal raus. Kratz den Teig vom Rand mal in die Mitte rein. So, der Teig ist jetzt genau richtig. So leicht klebrig, sehr gut. Ich muss den jetzt für 2 Stunden ruhen lassen, und zwar abgedeckt im Kühlschrank. Das mache ich, und wenn die Zeit vorbei ist, geht es an dieser Stelle auf diesem Kanal wieder weiter. Der Teig wurde eben aus dem Kühlschrank geholt, und jetzt schaut mal her, selbst in der Kälte von einem Kühlschrank ist der Teig schon mal wunderbar aufgegangen. Der muss jetzt raus und nochmal durchgeknetet werden. Dann machen wir so ein bisschen Platz und bestäuben ein bisschen unsere Arbeitsfläche. Dann holen wir mal den Teig raus. Ja, jetzt hat er schon deutlich mehr angezogen. Ja, Mehl ein bisschen an die Hände, und jetzt wird der Teig zu einer schönen Kugel geformt. Und das Ganze, was wir noch machen, das nennt man lange Teigführung, weil der Teig geht jetzt über Nacht wieder in den Kühlschrank. So sieht es jetzt aus, und so kommt es wieder in die Schüssel. Ein bisschen Mehl in die Schüssel rein, Teig rein, wieder zudecken
Und jetzt über Nacht in den Kühlschrank. 12 Stunden soll der mindestens drin sein. Für euch nur einen Augenblick für den Teig und für mich waren es jetzt insgesamt 14 Stunden, in dem der Teig im Kühlschrank gelegen war. Ich habe gestern noch eine Folie drauf, weil mir das für vernünftiger erschienen ist als wie das Handtuch. Ich wollte einfach nicht, dass der Teig austrocknet. Also ich habe eine Folie drauf und das, glaube ich, hat sich ganz gut gemacht, zumindest so wie ich das jetzt sehe. Ich nehme den Teig mal raus und dann verarbeiten wir ihn weiter. Arbeitsfläche ein bisschen bemehlen und raus mit dem Teig. Dann wird noch einmal gewürgt, wie man so schön sagt. Das ist jetzt richtig kalt. Und dann bringen wir gleich in Form. So. So, und apropos Form. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Meine große Form. Oder meine kleine Form. Ja, jetzt bin ich etwas überfordert. Wenn ich es in die große mache, habe ich schön die Länge. Wenn er schön aufgeht, habe ich ein schönes Brot. Habe ich die kleine Form, könnte sein, dass er drüber hinausgeht. Und die Scheiben werden sehr flach. Ich glaube, ich entscheide mich für die große. Und wenn es flach wird, das Brot, also das darf jetzt 2 Stunden noch gehen, wenn es flach wird, schneide ich es einfach anders, damit wir richtig schöne Sandwichscheiben bekommen. Also das hier weg und das wird ausgebuttert. Ich habe mir ein bisschen Butter flüssig gemacht und damit pinsel ich jetzt die Form richtig schön ein. Nach dem Ausbuddern lege ich die Rolle rein und drücke die schön flach. Und jetzt habe ich ein Eigelb und etwas Milch und das wird jetzt richtig schön verrührt. Damit bepinseln wir jetzt den Brioche-Teig. Gut ist das. Und jetzt findet meine Folie von eben nochmal Verwendung. Ich decke damit den Kasten, also sprich den Teig, nochmal zu. Wir wollen hier ein bisschen Material sparen. So, ich tue noch ein Handtuch drüber und jetzt lassen wir das Ganze für 2 Stunden bei einer vernünftigen Raumtemperatur stehen. Und dann geht's in den Ofen. So, meine 2 Stunden sind rum. Ich habe es ein bisschen warm gelagert, also sprich im wärmsten Raum, den wir jetzt in der Wohnung haben. Man soll ja nicht mehr so viel heizen. Nur so am Rand. Doch ganz schön aufgegangen. Mein Ofen, der heizt im Moment vor auf 190 Grad. Beziehungsweise das haben wir mittlerweile auch schon. Der heizt nicht bloß vor, der ist soweit. Jetzt werde ich das Brioche-Brot in den Ofen geben. Also auf geht's, rein geht's damit. Und das Ganze jetzt erstmal für 20 Minuten. So, 20 Minuten sind vergangen. Ich hole das einmal raus, aber nicht, um die Sache jetzt komplett rauszunehmen. Nein, ich möchte, dass die Farbe, die wir jetzt oben haben, bleibt. Nicht mehr großartig dunkler wird. Das heißt, ich decke das jetzt ein bisschen ab. Ich nehme Backpapier und das geht jetzt wieder zurück in den Ofen. Und jetzt bleibt das Ganze für weitere 20 Minuten nochmal im Ofen. So, insgesamt 40 Minuten war die Sache jetzt drin. Jetzt ziehen wir das mal raus. Rein. Jawohl. Weg damit und 5 Minuten oder 10 Minuten mal stehen lassen, bevor wir stürzen. So, und dann schauen wir, ob das Ganze rausgeht. Wie mache ich es denn jetzt am dümmsten, dass ihr was seht? Ich versuche es mal. Ja, das läuft raus wie geschmiert. Perfekt. Jawohl. So, Brioche-Brot ist fertig. Riecht richtig gut. Richtig schöner Hefeteig ist das. Lassen wir es noch nicht auskühlen, dann schneide ich das mal und wird das mal versucht. Und dann geht es morgen weiter, da machen wir dann die Sandwiches draus. Und selbst beim Backwerk ist der Anschnitt wichtig. Ja, also gut, schneiden wir mal an. So, schaut euch das an. Ist das nicht sensationell? Schön gleichmäßige Krume, eine schöne Kruste außen, hervorragend. Klasse, super, freut mich. Und der Duft? Perfekt. Ich schneide mir jetzt natürlich ein Stückchen ab. Ihr seht es nicht, aber ihr werdet es gleich hören. Genau so muss es sein. Ganz leichte Süße. Richtig schön fluffig. Jetzt noch ein bisschen warm. Da kannst du auch prima ein bisschen Butter drauf oder oben Marmelade. Und das werde ich auf das Reststück machen. Von dem machen wir unser Sandwich.
Und zu jedem guten Sandwich gehört natürlich eine gute Soße. Wir machen jetzt eine richtig schöne Senf-Bechamel-Soße dazu. Zutaten liegen auf dem Brett. Wir brauchen ein bisschen Mehl, wir brauchen Butter. Wir haben hier Milch, Salz und Pfeffer. Natürlich nicht in den Mengen. Ihr habt es ja wie immer im Rezept stehen. Und wir brauchen ein bisschen einen groben Senf. Zuallererstes schmilze ich mal die Butter. Ja, wir brauchen eine helle Mehlschwitze. Das heißt also gar nicht, die Butter großartig jetzt quasi nussig werden lassen, dunkel werden lassen. Wir brauchen die jetzt richtig schön hell. Ja, zu der Butter geben wir jetzt unser Mehl dazu und rösten das mal schön da drinnen an. Immer ein bisschen dabei bleiben, ein bisschen rühren, dann passiert auch nichts mit Anbrennen. Dann löschen wir das Ganze mit der Milch ab, und zwar in Portionen, und verrühren die immer schön, dann kriegen wir auch keine großartigen Batzen. Ihr seht, das funktioniert gut. Dann haben wir eine richtig schöne dicke Soße. Die lassen wir jetzt erstmal noch so, ja, so 3, 4, vielleicht 5 Minuten einköcheln. So, in der Zeit, wo die Soße kocht, kann ich schon mal meinen Brioche in Scheiben schneiden. Also, Scheiben etwa 1,5 cm in der Stärke. Ich brauche insgesamt 8 Stück. Geschnitten, zurück zur Soße. So, ich nehme die Temperatur vom Herd weg. Dann kommt ein bisschen Salz dazu. Pfeffer. Wenn ihr den schwarzen da drinnen haben wollt, nehmt der weißen. Und den körnigen Senf. Sehr gut. Das rühre ich schön unter. Fertig ist unsere Bechamelsoße. Die müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen abschmecken. Schauen, ob es passt. Also, ein bisschen was raus. Ja, sehr schön. Gut. Somit ist unsere Soße für Sandwich fertig. Mit dem Brioche Toastbrotscheiben werde ich jetzt an den Grill gehen. Die werden jetzt ein bisschen angeröstet. Dazu lege ich meine Scheiben einfach auf den vorgeheizten Grill. Mittlere Temperatur. Und die sollte dunkel werden, nur ganz leicht angeröstet. So, schauen wir, wie die andere Seite ist. Jawohl, perfekt. Alle kommen wieder runter. Grill lassen wir laufen und damit gehen wir jetzt in die Küche und machen weiter. Ja, ihr solltet jetzt alles im Blick haben, was wir für dieses Crack Monsieur brauchen. Wir brauchen unsere eben gemachte Bechamelsoße, wir brauchen Butter, unser Brioche-Brot angetoastet. Und jetzt ganz ehrlich, wenn ihr das nicht mit dem Brioche machen wollt, nehmt ein ganz normales Toastbrot. Es gibt auch im Handel, halt nicht überall, Brioche-Zopfbrot, also so ein Zopf, der geflochten ist, den könnt ihr im Notfall auch nehmen. Habt ihr im Prinzip dasselbe, aber ich fand es einfach mal interessant, so ein Brioche-Brot wieder mal selbst zu machen. Den Käse habe ich erwähnt, wir haben Salz und Pfeffer und gekochten Schinken. Also wie gesagt, was ich jetzt machen muss, ist mit Butter das Brioche-Brot zu beschmieren. So, die Brote sind mit Butter, ja, beschmiert will ich jetzt nicht sagen. Ich habe Flöckchen mehr, wenn ich hier drauf mache, kleine Scheibchen. Butter ist noch ein bisschen zu hart und Brot natürlich sehr weich. So soll es ja auch sein. Ich möchte es nicht zerreißen, also diese Flöckchen, das reicht, die sind hauchdünn. Alles gut, wir können weitermachen. Und zwar mit dem Käse. Den entrinde ich. Und ich habe ihn leider nicht in Scheiben bekommen. Das heißt also, halt, da ist noch ein Stück. Ich werde jetzt kleine Scheiben hier abschneiden. Nachdem das in der Fläche unmöglich ist, oder zumindest für mich unmöglich ist, mache ich das so in dünne Streifen. Und zwar brauche ich die, um die Sandwiches damit zu belegen. Rüberlegen, so dass einfach überall was ist, damit wir im Prinzip, ja, wie wenn wir eine komplette Scheibe hätten, das dementsprechend belegt haben. Den Rest hier, den werde ich noch reiben. Ja, der Rest ist gerieben. Und jetzt kommt der Schinken ins Spiel. Ich mache hier pro Sandwich 2 von diesen Scheiben Schinken drauf. Jetzt streiche ich etwas von dieser Bechamelsoße da oben drüber. Nehmt die Menge jetzt aus dem Topf, die ihr mögt. Der schmeckt sehr intensiv, also ich mache mal so viel drauf, quasi so einen Esslöffel voll in etwa. Dann schließen wir unsere Sandwiches. Und um es leicht dann auszutragen, habe ich das Ganze jetzt mal auf mein Brett gegeben. Jetzt kommt da oben drauf noch reichlich von dem Gruyère-Käse. Das sieht jetzt nach recht viel aus. Ist es gar nicht, weil das ist so fein gerieben jetzt.
dass da viel Luft mit drin ist. Aber ein bisschen was da schon drauf. So, die 200 Gramm sind jetzt dann auch komplett verarbeitet in diesen vier Sandwich. Jetzt kommt noch etwas Salz drüber. Sind wir ein bisschen sparsam, der Käse ist kräftig genug. Aber was wichtig ist, Pfeffer. Das darf jetzt drauf. Und wichtig, das Ganze funktioniert nur mit einer Pfeffermühle aus Franken, die quietscht. Spitzlig macht. Ab geht's, raus am Grill. So, dann legen wir mal los. Unten eine Folie, dass wenn was runtertropft, dass das nicht so schlimm ist im Grill. Also, alles auf die obere Ablage. Und los geht's. Jetzt lassen wir den Käse schön zerlaufen. Er soll, wenn möglich, eine schöne Farbe bekommen. Die Toast soll richtig schön knusprig sein. Ja, ich sage euch Bescheid, wie lange das gedauert hat. Ich gehe mal so zwischen 5 und 10 Minuten. Davon gehe ich aus. Ja, wir sehen uns gleich wieder am Toast, sage ich einmal. Knappe 10 Minuten hat es jetzt gedauert. So schaut das Ganze jetzt aus. Herrlich. Und der Duft sensationell. Der Käse, Traum. Ich nehme es jetzt runter und dann machen wir es einem dieser Sandwiches, ein Crack Madame. Und der Unterschied zwischen einem Crack Monsieur und einem Crack Madame ist ein Spiegelei auf dem Sandwich. Das wäre jetzt das Crack Madame. Ja, jetzt müssen wir natürlich mal versuchen, also ich muss versuchen, stellvertretend für alle anderen. Und ich sage euch gleich, wie gut oder wie schlecht es schmeckt. Vorher werde ich mir allerdings hier noch einen Anschnitt gönnen, rein optisch. Wie schaut es aus? Jawohl, schönes gelbes Briochebrot, der Käse, der Schinken, obendrauf der zerlaufene, angeröstete Käse, sensationell. Ich freue mich drauf. So, jetzt, just zu dem Moment, fängt der Nachbar Sägen an. Hält mich nicht ab vom Versuchen des Crack Monsieur. Dieses Brioche-Toast, der Gruyère-Käse, Schinken, alles so schön lauwarm jetzt und das Brot ganz fluffrig, natürlich butterig, das ist nichts für einen zarten oder schlanken Fuß, aber ich muss nochmal, also, oberlecker, jawohl, danke Herr Nachbar, ich mache es jetzt ein kurz, damit die Frau das Crack Madame kriegt und ja, ich den Lärm hier nicht habe. Es ist ein schönes Rezept geworden. Richtig schön und lecker. Ein bisschen aufwendig, gebe ich zu, was das Brot betrifft. Und wenn ihr das natürlich meiden wollt, wie gesagt, ich habe gesagt, nehmt Toastbrot. Schöne Sache, gefällt mir, macht es unbedingt nach. Rezept findet ihr unten. Wie gesagt, ich mache es jetzt kurz. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so wäre, vielleicht ein Daumen nach oben. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, solche Sachen sehen wollt. Immer wieder mittwochs. Abonniert bitte den Kanal, würde mich freuen. Und wenn ihr was dazu schreiben wollt, packt es in die Kommentare rein. Alles rein jetzt und schöne Zeit. Wir sehen uns nächsten Mittwoch zum neuen Video. Tschüssi. Lecker. Nichts für eine Abnehmphase, gebe ich zu, aber Hammer, Hammer, Hammer. Sensationell.